mir verschwinden, mir angstlich. Hutklaue immer dichter, gefährlich näher. Kralle auch näher? Himmelswasser, 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 wann das bloß aufhört. Ach, so bald nicht, Petri. Die Tage des fallenden Wassers haben doch gerade erst begonnen. Ich brauche einen Kuschelstock. Na, na, keine Sorge, Kind. In unserem Nest sind wir sicher. Kinder, fliegt! Schnell! Fliegt wohin? Kinder, schnappt euch, was ihr von unserem alten Nest finden könnt. Ich hoffe, Petri, ist nichts passiert. Ich habe noch nie so viele Streifen von Himmelsfeuer gesehen. Ich auch nicht. Der Himmel war so hell, dass man blinzeln musste. Wartet mal, was ist mit dem Felsen, auf dem Petri lebt? Wow, der sieht irgendwie anders aus. Oh, Littlefoot Chomper Ruby, mir froh, euch zu sehen. Wir wollten euch helfen. Ist mit euch alles in Ordnung? Wir in Ordnung, aber unser Hause leider nicht. Schön, dass ihr gekommen seid, Kinder. Wir brauchen eure Hilfe. Naja, wenigstens haben wir etwas von unserem Nest gerettet. Das nicht viel, aber guter Anfang. Petri, was hast du vor, Junge? Wir bauen Nest wieder zusammen. Der Felsen kann unser Nest nicht mehr halten, Petri. Aber das unser Hause... Tut mir leid, Petri. Dort ist es jetzt nicht mehr sicher. Wir es überdachen, dann auch schön trocken. Die Tage des fallenden Wassers dauern noch eine Weile an. Aber wenn wir hier bleiben, dann wird unser Nest immer und immer wieder weggespült. Oh. Tut mir leid, Kinder. Aber ich fürchte, wir müssen umziehen. Steinstarke Sache! Na schön. Umziehen. Umziehen, umziehen. Oh, wir wollen nicht umziehen, wir lieben zu Hause. Ich weiß, Petri, ich liebe auch unser Zuhause. Aber wir müssen ein neues Zuhause finden, eins, das sicher ist. Aber neues Hause wird nicht unser Hause. Mach dir keine Sorgen, Petri. Als Ruby und ich zum ersten Mal in die Geheimhöhlen gezogen sind, dachten wir, sie sind dunkel und eiskalt. Und ganz doll unheimlich. Aber dann stellte sich raus, dass man dort super leben kann. Ich liebe mein neues Zuhause. Also mir liebt mein altes Hause. Will nicht neues Haus. Altes war besser, jetzt kaputt. Himmelswasser schlecht für mir. Ich baue nicht neues Nest, genau hier. Das geht doch nicht.
Hier ist es nicht sicher. Eins ist klar, das Beste ist ein Umzug. So ein Umzug geht ruckzuck. Das ist klug. Aber ich will nicht gerne von hier gehen, von Freunden weg. Das ist nicht schön. Wir werden uns noch sehen. Ich muss wohl gehen. Das ist nicht schön. Auf Wiedersehen. Mach's gut, altes Hause. Auf Wiedersehen, alten Freunden. Petri, nur weil du dein altes Zuhause verlässt, heißt das doch nicht, dass du auch deine Freunde verlässt. Ja, genau. Und wir helfen dir bei deinem Umzug. Wirklich? Also dann, Kinder, lasst uns ein neues Nest bauen. Mit euch, Kinder? Alles klar. Ja. Oh. Altes Hause, neues Hause, egal. Hauptsache, irgendein Hause. Hey, wie wär's mit die Stelle unter die Baumstamm? Der ist doch gar nicht dick genug, um uns zu schützen, Petri. Aber was ist, wenn wir nie Hause finden, das richtig für uns ist? Wir finden schon was. Dass du einen Platz für eine Pause gefunden hast. Das ist nicht nur ein Platz für eine Pause, Petri. Das ist unser neues Zuhause. Neues Hause? Sieht für mir nicht aus wie neues Hause. Wart's nur ab, bis wir unser Nest gebaut haben. Ja! Danke, dass ihr uns so schön geholfen habt, Kinder. Dazu sind Freunde doch da. Sieht noch nicht aus wie Hause. Sieh doch mal genau hin, Petri. Hier liegen die Zweige von eurem alten Nest. Und wir sind auf einem Felsvorsprung. Das war euer altes Nest doch auch. Und von hier aus hat man eine super tolle Aussicht, genau wie bei deinem alten Zuhause. Na ja, vielleicht. Na schön, wir machen neues Nest, so wie altes Nest. Das Stöckchen hierhin, das Stöckchen dahin. Das Stöckchen halb hier und halb da und Kuschelstock ganz dicht bei mich. Oh, mein Kuschelstock! Wir müssen ihn auf unserem Weg hierauf verloren haben. Verloren? Ich darf ihn nicht verloren haben. Ich hab Kuschelstock, seit wir in großes Tal gekommen sind. Ich kann nicht schlafen ohne ihn. Ich muss ihn wiederfinden. Petri, nicht! Hier ist es viel zu gefährlich und du bist noch viel zu klein. Ich mach das für dich. Ich habe ihn gefunden. Pass auf, ein Erdrutsch! Nein!
Himmelswasser hat aufgehört. Und seht mal, die große helle Scheibe kommt wieder raus. Weißt ihr, wir vermissen Altes Nest gar nicht mehr. Weil alles, was mir geliebt an Altes Hause, ist auch hier in Neues Hause. Ich ganz doll glücklich, weil ich hier zu Hause bin. Die große helle Scheibe scheint ganz tief in mich drin. Ganz schlimmer Tag, ich sage Tschüss zu mein Nest und ich verliert mein Kuschelstock. Doch jetzt ich weiß, wichtiger als das alles ist, dass meine Familie sicher ist. Ich ganz toll glücklich, weil ich hier zu Hause bin. Die große helle Scheibe scheint hell tief in mich drin. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier zusammen sind. Die große helle Scheibe scheint hell tief in uns drin. Wir sind glücklich. Ah, mir glauben wir heute schlafen auch ohne meine Kuschelstock tief und fest. Tut mir leid, dass ich ihn dir nicht bringen konnte, Petri. Oh! Das hätte ich ja fast vergessen. Das ist meine Kuschelstock. Ich habe ihn da unten beim Rahmen gefunden, Petri. Oh. Wow, danke, Jumper. Jetzt fühle ich mir wirklich wie... wie... Hause. Er die krabbeligen Baumsterne geäst. Und? Jeder weiß, man nicht esst krabbelige Baumsterne. Krabbelige Baumsterne Unglück. Jeder das weiß. Niemand weiß das. Die habe ich schon mal gesehen. Sie sind selten und ganz süß. Aber sie bringen kein Unglück. Spike nicht! Gib mich, Unglücksbaumstern! Seht ihr? Ich gefällt nur, weil Spike Baumstern geäst. Deshalb bist du nicht gefallen. Jetzt hör mal, Petri. Wenn Spike keine krabbeligen Baumsterne mehr isst, hörst du dann auf, über Unglück zu plappern? Nein, dann noch nicht gut. Mein Onkel Tyranno kennt Blattfresser, die geäst das und dann Unglück bekommt. Onkel Ptrano, der erzählt doch laufend verrückte Geschichten. Mir weiß, aber ich muss immer daran gedenken. Petri, Riesenangstei. Ich zu Riesenangstei, um allein zurückgefliegt, das mal sicher. Hey, wartet auf mir! Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Los, komm, Petri, du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Chomper, ich Flieger. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja, mir kann fliegen. Also schön, mir versucht mal. Mir gibt auf. Los! Ich habe... Petri, was ist denn los? Ich bin nicht sicher, ob ich hingehen will. Wieso denn nicht? Lucht der Glitzersteine in die Nähe von rauchenden Berg. Ja, und? Ich nicht mag rauchender Berg. Das ist böser Ort, viel zu rauchig. Also, das verstehe ich nicht. Was ist denn am rauchenden Berg so schlimm? Das sind großer, schwarzer Rauch, der macht die Himmel dunkel und spuckelig. Manchmal sind es da ganz schüttelig.
Wie Zera, wenn sie stinksauer. Hm? Petri, wir machen nur einen kleinen Spaziergang am rauchenden Berg vorbei. Das wird dir Spaß machen. Das ist steinstark. Auch wenn es da manchmal bebt wie Zera, wenn sie sauer ist, muss es nicht so gruselig wie Zera sein. Nein, nein, nein. Hm? Das war nicht so gemeint. Hast du denn den rauchenden Berg überhaupt schon mal gesehen? Was denkst du denn? Von ganz weit weg. Ich wette, von Namen ist er nur halb so schlimm. Du kannst drüber wegfliegen und ihn dir ansehen. Was? Der Rauch vielleicht so dick, dass ich mir verfliege oder an irgendwas ranfliege? Ja, das wäre blöd. Also schön, dann ich bleib lieber zu Hause. Petri, hör mal. Niemand will, dass du etwas tust, wovor du Angst hast. Alles klar. Danke. Moment. Sie denken, ich ängstlich? Oh. Wartet auf mir! Petri, nicht ängstlich, klar? Petri, keine Angst vor rauchenden Berg. Ehrlich gesagt, ich könnte auch über rauchenden Berg fliegen, wenn ich will. Huh? Petri, tu's nicht. Das musst du wirklich nicht machen. Doch, ich das machen. Alle Augen aufgesperrt. Er macht es tatsächlich. Ich es gemacht. Ich fliege über rauchenden Berg. Oh nein! Ich nicht hätte tun sollen. Jetzt der Berg sauer auf mir. Ich flieg ja schon. Es ist vorbei. Wir haben's geschafft. Da haben wir aber Glück gehabt. Glück? Das war Unglück. Ich beinahe von Feuersteinen getroffen. Und die ganze laute Krachbumm nur meine Schuld. Wie kommst du denn auf die Idee? Rauchende Berg mag nicht Flieger. Ich ihn sauer gemacht. Das ganz schlimmes Ort. Das ist doch verrückt. Petri, dein Flug hat den Berg nicht sauer gemacht. Woher du wissen? Ich fliegen drüber, ihr macht Bumm. Ich hör auf mit Fliegen, ihr macht nicht mehr Bumm. Na ja, da ist was dran. Dann flieg einfach nicht mehr rüber und es wird nicht mehr passieren. Keine Sorge, mir nicht mehr fliegt da drüber. Mir hier kein bisschen mehr fliegt, Freunde. Musst Hilfe holen. Ich flieg hier nicht, nein. Dann wird Berg noch mehr böse. Wie böse kann er denn schon noch werden? Petri, du hast den Berg nicht sauer gemacht. Selbst wenn's so wäre, müsstest du jetzt fliegen. Du bist unsere einzige Rettung. Na schön, also gut, mir fliegt. Du bist der Beste, Petri. Ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht Berg sauer, mir macht nicht Berg sauer, hoffentlich. Er nicht sauer? Rauchende Berg ist doch nur ganz normaler Berg. Keine Angst, Freunde. Ich beeilen. Ich wusste, er kriegt das hin. Japp, japp, japp.
Tja, es ist ja so still. Ich hoffe, den Kindern ist nichts passiert. Mami! Petri! Autsch! Was ist passiert, Petri? Meine Freunde brauchen Hilfe! Sieht aus, als müssten wir einen Umweg über den Berg gehen. Wir nicht. Wir Fliegers. Und Rauchberg sind nur ein Berg. Wir als Letzter zu Hause sind kleiner Nestling.